So, was gibt's denn hier Schönes? Warum hackt es denn gerade so? Naja, egal. Können wir hier denn schon irgendwas anschauen? Nee, noch nicht. Aber wir sehen schon, worum es hier geht. Das ist eine Gedenkwand. Hier werden wir später auch noch mit jemandem sprechen können, wenn ich mich nicht irre. So, dann schauen wir uns mal hier um. Hier im Wartebereich der Undock-Bucht werden wir all die finden, die nicht eingelassen werden in die Citadel, die hierher gekommen sind und Zuflucht suchen, aber nicht reinkommen. Christoph Vasseur, freut mich, Sie kennenzulernen. Wie lange sind Sie schon hier? Keine Ahnung, ich bin nicht in... Ich weiß auch nicht, wie lange es her ist, seit ich aus Lyon entkommen konnte. Kennen Sie Lyon? Nein. Schön, wie er ihm ein Gespräch aufzwingen will. Naja gut, es ist also auch insofern interessant hier, dass auch Batterianer hier mit ankommen. Und die Batterianer sind ja nun ein Volk, das nicht zu denen gehört, die mit der Citadel kooperieren. Und deswegen sind sie so ein bisschen auch in der Außenseiterrolle. Aber die Menschen und die Batterianer stoßen hier halt auch aufeinander, beziehungsweise die Ratsvölker und die Batterianer. Und müssen dann auch miteinander hier klarkommen letztendlich. Und das ist auch interessant, weil es zwar einerseits zu Konflikten führt, aber andererseits auch zu Horizonterweiterungen letztendlich. So, können wir hier schon irgendwas? Nein? Dann schauen wir mal kurz hier nach. Haltet durch, meine Brüder und Schwestern. Wir haben schon früher Widrigkeiten überstanden. Das ist nur eine weitere Prüfung. Denkt an die Pfeiler der Stärke, die unser Volk aufrechterhalten. Zeigt der Galaxie unsere Entschlossenheit. Ich weiß, dass euer Glaube geschwächt ist. Unsere Regierung ist gefallen. Aber wenn ihr die Pfeiler der Stärke in eurem Herzen behaltet, bitte, gebt nicht auf. Tja, dann werden wir mal nach dem Pfeilern der Stärke suchen, um die Moral der... Willkommen bei Batarian State Arms. Ja, um die Moral der Batarianer wieder ein bisschen anzuheben. Die werden dann bestimmt auch mit uns kämpfen. So. Sie für Ihr Volk ein mit Batarian State Arms. Schauen wir mal. Erhöht den Nahkampfschaden um 15%. Das ist gar nicht so schlecht. Das hole ich mir mal. State Arms. Wir verteidigen die Hegemonie. Auch wenn das bloß Stufe 1 ist. Terminus-Panzerung klingt auch interessant. Ist leider ziemlich teuer. Bitte beachten Sie beim Kauf sämtliche Kasteneinschränkungen. Ah, ich glaube, die Durchschlagsmod, die werde ich mir auch mal noch, oder? Bitte oder, beachten oder? Sie beim Kauf sämtliche Kasteneinschränkungen. Ja, die holen wir uns auch noch, die... Genau. Das andere, ja, ist für uns jetzt nicht so interessant, glaube ich. Mit Batarian State Arms. So, schauen wir uns nochmal kurz um, ob sich hier jemand versteckt, zufälligerweise. Noch gibt's hier nichts. Ich glaube, wir müssen hier später nochmal hin dann. Halt, ich gehe mal oben lang. Ah ne, hier waren wir ja schon. So, nur dass wir keine Ecke vergessen. Okay, gehen wir erstmal hier hin. So, hier drinnen jemand? Nein? Okay, aber gleich wird es ein Wiedersehen geben. Ich sehe sie schon. Wir werden jemanden von unserer Crew aus dem zweiten Teil wiedersehen. Und... Oh, das ist sie gar nicht. Hä? Aber die ist doch hier eigentlich, oder? Hm, vielleicht in der Kammer nebenan. Ich bin mir nicht mehr sicher. Na, wir schauen mal. Solange wir sie noch nicht sehen, sage ich es auch nicht, wer es ist. Okay, aber da drüben haben wir den ersten Ansprechpartner, was die Söldnergruppierung betrifft. Und den wollen wir natürlich auch direkt aufsuchen. Das ist Danner Vosk oder wie auch immer man ihn ausspricht. Ich weiß es nicht. Wow. Arya hat nicht geflunkert. Der große Commander Shepard an einer Leine. Ich habe eigene Gründe, dass ich hier bin, Voske. Aber natürlich. Wie auch immer, sagen Sie ihr, ich sei beeindruckt. Aber um Geschäfte zu machen, muss erst mein kleines Problem gelöst werden. Und das wäre? Ein turianischer General namens Oraka hat es auf die Blue Suns abgesehen. Er beschwert sich massiv über unsere Aktivitäten in diesem Sektor. Sobald Oraka tot ist, kann Arya über meine Leute verfügen. Wir sollen also jemanden umbringen? Das wird ein schwieriges Thema werden, denn ich werde niemanden für die Blue Suns umbringen. Hinter Orakas Beschwerden steckt doch bestimmt mehr. Wir machen lediglich kleine Überfälle entlang der Handelsrouten. Mit Arias Zustimmung übrigens. Oraka ist nichts als ein militärisches Fossil, das aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist, um die glorreichen Tage wieder aufleben zu lassen.
und seine Existenz zu rechtfertigen. Sein Verlust schadet ihrem Krieg nicht. Aber die Dienste der Blue Suns, nun, sie wissen ja, wie wir arbeiten. Ja, was den Krieg betrifft, stimmt das schon. Aber moralisch gesehen geht das nicht. Sie glauben wirklich, ich würde einen turianischen General liquidieren? Arya scheint es zu glauben. Warum hätte sie sie sonst hergeschickt? Sie kannte den Preis. Klären Sie das untereinander. Und, sagen Sie Arya, dass ich immer noch mit ihrem blauen Hintern in meinem Bett rechne. Ich glaube, daraus wird nichts werden. Die ist eine Nummer über dir. Was gibt's denn, Shepard? Wussten Sie davon? Könnten Sie etwas präziser sein? Dana Voske erwartet, dass ich General Oraka töte. Wen interessiert, was Voske will? Oraka muss doch nur damit aufhören, seine Aktionen zu stören. Ich dachte, wenn Sie mit Oraka reden, können Sie ihn dazu bringen, dass er sich zurückzieht. Und wenn er nicht vernünftig wird, rufen Sie mich und ich kümmere mich darum. Ich sehe da keinen Unterschied. Der Unterschied ist, dass ich ihm die Chance gebe, sein Leben zu retten. Klar. Und warum haben Sie mir das nicht selbst gesagt? Weil Voske Sie persönlich sehen musste, um zu erkennen, mit wem er es zu tun hat. Außerdem könnte ich es nicht ertragen, wenn mir der Dreckskerl nochmal auf die Titten starrt. Dann würde ich ihn nämlich umbringen. Ja, er hat erwähnt... Dass ich mit ihm schlafen werde? Wir haben alle unsere Wahnvorstellungen. Sag ich doch. Na gut, aber wir sehen, wir müssen ihn nicht umbringen. Es gibt eine Alternative. Jawohl, Sir. Und haben wir schon was vom Krankenhaus gehört? Die Chirurgen dort sind alle beschäftigt. Garrus? Bleiben Sie dran. Einige der Verwundeten haben nicht mehr viel Zeit. Hey Garrus, was machst du denn hier, mein Freund? Shepard. Was ist los? Der Rat nimmt unsere Verwundeten auf. Sie können sonst nirgends hin. Wie schlimm ist das? Mehr Tote als Verwundete. 85% gefallen. Wir brauchen bald eine Leichenhalle. Reaper verursachen keine Fleischwunden. Sind die Verluste so hoch? Unsere Fronteinheiten werden in Zugstärke auf einmal ausgelöscht. Ein einziger Reaper vernichtet 9 oder 10 mit einem Angriff. Das ist kein Krieg. Das ist ein Gemetzel. Die Reaper sind nicht umsonst so gefürchtet. Und wir wissen jetzt warum. Tun Sie Ihr Bestes für sie. Ein paar kommen sicher wieder auf die Beine. Aber der Rest? Mehr als Mitgefühl haben wir nicht. Was Neues von Ihrer Familie? Nein, aber ich hoffe weiter. Was ist mit Ihnen? Auch erste Verschleißerscheinungen? Ganz ehrlich, es war hart. Vergessen Sie bloß nicht, Luft zu holen. Der Krieg ist längst nicht vorbei. Tja, es ist schon mies, was hier abläuft, ne? Wenn sich überlegt, 85% sind gefallen, was ist denn da los, Mensch? Aber gegen die Reaper siehst du halt keinen Stich mit konventionellen Methoden. Wir haben gesehen, wie die Projektile von ihnen abgeprallt sind, beziehungsweise wie wirkungslos es war, wenn auf sie geschossen wurde, als die Erde eingenommen wurde, ne? Oder auch auf dem Mond von Pelavan, genauso. Kein Reaper ist dort gefallen, aber die Turianer auf dem Mond und die Menschen auf der Erde scharenweise. Haben Sie eine Kopie einer Shepard VI? Meinen Sie die auf Basis des Kriegshelden? Wir haben sie gesperrt, nachdem ein Kind Limonade über der Hardware verschüttet hatte. Ich schalte sie frei, aber lauffähig ist nur die Demo-Version. Schauen wir sie uns mal an. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Commander Shepard, Allianz Navy. Super Stimme auf jeden Fall. Das Extranet sagt, Sie gehören zum Allianzmilitär. Passen Sie da draußen auf sich auf, Officer. Es gibt nichts, was diese Galaxie nicht besiegen kann, wenn wir alle zusammenhalten. Außer die Reaper. Haben Sie schon mal gesehen, wie groß die Dinger sind? Meine Persönlichkeitsmatrix kann berechnen, was der echte Commander Shepard sagen würde. Die Trefferquote beträgt 7%. Hey, doch so viel. Wahnsinn. Bei mir ist ein Flugsimulator für die SSV Normandy vorinstalliert. Haben Sie Haustiere? Ich glaube, Varen würden gut zu Ihnen passen. Echt? Na gut, auf Tuchanka ist uns ja damals einer gefolgt. Es ist immer schön, Sie zu sehen. Ich weiß, ich bin ein schönes Kind. So, gut, machen wir aber mal weiter. Wir haben gerade die Meldung bekommen, dass ein weiteres Schiff Pelavan verlassen konnte. Wie viele an Bord? 30 oder 40 überleben. Mehr nicht?
Sie haben gesagt, die Kämpfe werden immer schlimmer. Wir müssen Platz für sie schaffen. Das wird für eine Weile ihr Zuhause sein. Na gut, also wir sehen, alle, die zum Squad gehören, sind hier mit dabei und versuchen irgendwie zu helfen, wie sie halt können. Aber wirklich helfen kann man nicht, ne? Ich habe eine Liste der Hanan-Neuankömmlinge, Bao. Ich leite sie an sie weiter. Verdammt, das sind alles Kontaktnamen. Die Hanan-Namen von dem Allianzangriff sind aber Seelennamen. Und Hanan-Seelennamen sind privat. Sie stehen in keinem offiziellen Verzeichnis. Haben Sie Zugriff auf die persönliche Kommunikation? Schon dabei. Vielleicht finden wir dort Namen. Und wie geht's dem Rest des Teams? Sonst noch jemanden getroffen? Garrus hilft uns auf der Normandy. Er hat noch nie einen guten Kampf ausgelassen. Was ist mit Jacob? Ich habe nichts von ihm gehört. Jacob hätte mich dazu bringen können, wieder auf die Normandy zu kommen. Aha. Ich dachte, sie wären glücklich mit ihren... Hey, ich bin nostalgisch, nicht tot. Aber selbst das anfangen konnte man mit Kasumi auch nicht, ne? Finde ich eigentlich auch schade, aber naja, was soll's. Was ist eigentlich dein Problem? Weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder. Ich weiß nicht, wo genau wir jetzt hin müssen. Ich nehme aber mal an, hier wird's wohl nicht weitergehen. Ey Junge, du bist komisch. Hat dir jetzt schon mal jemand gesagt? Naja, was soll's. Gehen wir mal. Also wir sehen, die Zustände sind nicht gerade sehr geordnet. Nennen wir es mal so. So, wo wir die anderen jetzt hin, also den Eclipse-Chef, das wissen wir ja, da müssen wir zu Commander Bailey nochmal gehen. Aber ansonsten weiß ich jetzt gar nicht, wo wir hin müssen, ehrlich gesagt. Bao, hier ist die Korrespondenz. Falls irgendwelche Seelennamen erwähnt werden... Hab schon, ein Neuankömmling. Zymandis, Seelenname, betrachtet verzweifelt die Arbeit der Entflammten. Er gehörte zu dem Allianz-Team, das die Batarianer massakriert hat und hat seitdem einen besonderen Forschungsauftrag. Er hat also seine Tentakel nach irgendeiner Reaper-Tech ausgestreckt. Sieht so aus. Ich schicke Ihnen den Nav-Punkt für sein Büro. Wir treffen uns dort. Besten Dank. Okay, da haben wir da also schon mal einen Fortschritt erzielt. Dann klappt das ja doch diesmal, das Quest. Hätte ich ja gar nicht gedacht. Ich dachte, das hängt sich wieder auf. Willkommen, Commander Shepard. So, warte mal. Bevor ich jetzt hier weitermache, schaue ich mal kurz auf die Karte. Denn die müsste mir eigentlich sagen, wo wir hin müssen. So, Präsidiums Unterhaus, da waren wir jetzt auch noch nicht gewesen, ne? Dieses Schiff ist so groß, diese Station ist so groß, meine Güte. Und da haben wir auch Edie und Joker und Liara und diesen Narl und General Oraka. Also wir müssen auf jeden Fall auch noch ins Präsidiums Unterhaus. Ich habe in der Aufnahmesession noch nicht einen Kampf gemacht, Mensch. Das ist Wahnsinn. So, da waren wir, Dr. Michael Fane, Ashley, Citadel Botschaften. So, dann müssen wir nochmal zu Bailey dann. Und Yondum Bao ist auch dort. Ich würde sagen, wir schauen erstmal im Präsidiumsunterhaus vorbei. Willkommen, Commander Shepard. Einen Moment bitte. So, und schauen uns dort nochmal alles an. Das kennen wir ja noch gar nicht. Ankunft im Präsidiumunterhaus. Wieder im Präsidium, juhu. Und haben wir nochmal einen kompletten Bereich zum Untersuchen. Ja, das Terminal wird mir immer noch angezeigt, warum auch immer. So, und einiges zu erledigen hier auch und Leute zu treffen vor allem. Sie wollen, dass wir uns als Soldaten verpflichten? Können wir denn nichts anderes machen? Das Militär braucht jeden, den es kriegen kann. Keiner von uns kann kämpfen. Mackenzie ist Biotiker, Dave und Graham gehen öfter auf den Schießstand. Oh, und Orion kauft ständig Mods für seine Schrotflinte. Mit der er noch nie geschossen hat. Ich mag unsere Freunde, aber wir sind nicht für den Kampf geeignet. Es ist nur... Ich kann nicht mehr rumsitzen und bei den Vorgängen auf der Erde nur zuschauen. Sie wollen, dass wir uns als Soldaten verpflichten? Können wir denn nichts anderes machen? Schwierige Entscheidung. Schwierige Entscheidung. Aber ich glaube auch, es wird nicht reichen, wenn diejenigen, die momentan beim Militär sind, dort kämpfen. Deswegen unterstütze ich mal den draufgängerischen Zivilisten. Die Allianz kann ihre Hilfe gebrauchen. Es gibt auch außerhalb der Kämpfe viel zu tun. Das außerdem. Danke. Wer war das? Der erste Spectre der Menschen? Wow, Commander Shepard? Er glaubt, wir könnten etwas beitragen. Na klar. Gut, ich sehe mir mal die Rekrutierungsbroschüre an. Ihr müsst ja nicht in den Kampfeinsatz gehen, Mensch. Der Kisten stapelt oder kocht oder so. Eben, genau. Die ganze Logistik muss ja auch organisiert werden. Und das muss auch irgendjemand tun.
Denn die normalen Allianzmitglieder, die haben zumindest alle eine Kampfausbildung und die können dann ja kämpfen. Überteuerte Preise verlangen. Den Flüchtlingen einfachste Dienstleistungen verweigern. Die Reaper haben uns zusammen mit unserer Welt anscheinend auch jede Kultur genommen. Das Buch von Plenix verlangt Wohltätigkeit und Vergebung in Zeiten des Krieges. Oh, wie schön wäre das. Das Buch von Plenix auf unserer Heimatwelt verloren. Und darum findet unser Volk seinen Weg nicht mehr. Wie schön wäre das, wenn sich da mal jemand dran halten würde. Nee, aber was jetzt die Kette angeht, da können diejenigen, die bisher in der Allianz für die ganze Logistik zuständig waren, die haben ja auch eine Kampfausbildung gehabt, wahrscheinlicherweise. Ich meine, jedes Militärmitglied hat eine Kampfausbildung eigentlich. Und dann können die ja in den Kampfeinsatz gehen, während die Zivilisten dann stattdessen die Logistik übernehmen. Also so eine nachrutschende Kette im Prinzip. So, was haben wir denn hier Schönes? MP Magazin Upgrade, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt, glaube ich. Rückstoßsystem. Genetzen zu kultivieren ist auch in Krisenzeiten möglich. Eigentlich auch nicht. So, die Blood Dragon. Ja, das ist eine Hommage an Dragon Age 2, das ja auch von BioWare gemacht wurde. So, ich spare mir jetzt aber mal irgendwelche Module hier noch mit zu kaufen. Die Kois holen wir uns mal. Kanala-Export bietet Ihnen so. Produkte für Sicherheit, dass Sie bei Kanala-Export eingekauft haben. Aber wir schauen nochmal kurz hier drüben, denn hier müsste es eigentlich... Ja genau, hier gibt es noch jemanden, mit dem wir reden können. Das Spalavon, den kennen wir ja aus dem allerersten Teil. Aber... Jetzt zu verkaufen wäre unklug. Mir ist durchaus bewusst, was gerade geschieht. Laden Sie sie im Mutancluster ab. Und dann würde ich dazu raten, an einen sichereren Ort zu reisen. So, mit ihm können wir später, glaube ich, auch nochmal reden. Das geht jetzt aber noch nicht. Schauen wir mal bei Elkos Combine rein. Willkommen bei Elkos Combine Arsenalvorräte. Ultraleichte Pistole, das ist ganz schön. Ich hätte gern mal ultraleicht für das Sturmgewehr, das wäre cool. Nicht im Regen stehen. Fragen Sie nach unseren Rundumgarantien. So, also wir sehen, es gibt einiges an insgesamt Panzerungen, die Elkos dann... ganz gute Werte haben, aber die sind halt alle schweineteuer. Die kosten alle 50.000 Credits, das können wir uns momentan einfach noch nicht leisten. So. Ich denke, ich werde mit ihm Schluss machen. Es lief schon nicht gut, bevor er in den Einsatz geschickt wurde. Und wenn ich vorgebe, mich über die Videos zu freuen. Das ist weder ihm noch dir selbst gegenüber fair. Gerade mitten in diesem Kriegswahnsinn verdienst du es, glücklich zu sein. Und das bin ich nicht. Ich muss ehrlich zu ihm sein. Dann musst du es ihm sagen. Ja, sehr moralisch, genau. Die arme Sau, die gerade im Krieg ist, die wird dann noch mit der Neuigkeit überrascht, dass seine Frau sich von ihm trennt. Das gibt's ja aber auch wirklich. Also das ist ja in diversen Kriegen immer wieder vorgekommen, dass dann die Soldaten, während sie im Fronteinsatz waren, ihre Frauen verloren haben, weil die jemand anderen kennengelernt haben. So. Wen interessiert denn das Geld? Haben Sie nicht die Neuigkeiten von Pelevin gehört? Dafür ist Ihre Armee zuständig. Niemand wird bis zur Citadel vordringen. Ich habe Pelevin brennen sehen. Und dieses Feuer wird nicht so schnell verlöschen. Wenn Sie helfen können... Hören Sie, Cyrus. Wenn Sie Ihre Aktien verkaufen und sich absetzen wollen, bitte. Aber ich verkaufe keine Finanz-VIs, während meine Heimatwelt in Flammen steht. Okay, okay, lassen Sie mich nachdenken. Wir könnten die VIs zu modernen Zielerfassungslösungen umfunktionieren. Genau, den Großteil der Hardware könnten wir weiterverwenden. Die Finanz-VI hat mehr Rechenleistung, als wir dafür brauchen. Ja, ja, das müsste klappen. Wir rüsten die VI so um, dass sie für alle gängigen Waffen funktioniert. Waffennachrüstung ohne Neuerwerb eines Zielcomputers. Flexibilität und kurze Reaktionszeiten. Wir verdienen ein Vermögen. Ein kleines Vermögen. Wir verkaufen sie zum Selbstkostenpreis plus 3%. Na gut. Na gut. Ja, wir können auch manchmal einfach nur mit einem ganz kurzen Rad den Kriegsaktivposten noch ein bisschen was hinzufügen. Zur Zuflucht meine ich. Tut mir leid, ich dachte, Sie sehen sich die Werbung an. Natürlich nicht. Die Zuflucht ist Betrug. Was? Oh, darauf können Sie wetten. Jemand verdient Geld mit der Angst der Leute. Ich wünschte, mir wäre das eingefallen. Ja, auch wieder sehr moralisch. Was das mit dieser Zuflucht auf sich hat, das werden wir später noch sehen. Das wissen wir jetzt noch nicht, aber dazu wird es später noch einen Quest geben.
Das wird noch ganz interessant. So, wir schauen aber erstmal hier drin nach bei Narl. Schnell, Hände auf den Rücken. Sie werden gleich hier sein. Wovon zum Teufel reden Sie denn da? Von Creed, dem Bloodpack-Anführer. Wenn Arya ihn Shepard bringt, stehen seine Leute unter ihrem Befehl. Wir locken ihn nur raus, damit wir ihn ausschalten können. Kein guter Anfang für eine Freundschaft. Er kommt. Nehmen Sie die Hände auf den Rücken und tun Sie so, als hätte ich Sie verprügelt oder so. Sie sollten mich nicht hintergehen. Ruhe! Arya T'Loc ist mächtiger, als Creed dachte. Er ist ihre Anweisungen unbemerkt auf die Citadel zu kommen. Und jetzt das! Commander Shepard! Nur damit Sie es wissen, Ihr Kopf wird die Kühlerfigur meines Privatshuttles! Halten Sie Abstand, Creed, und erfüllen Sie Arias Bedingungen? Absolut! Arya kann Bloodpack nach Belieben einsetzen! Mit Ihnen habe ich nicht geredet, Brill? Was? Sie haben mein Wort! Feuer frei! Nicht ihn. Grill soll die Führung übernehmen. Er ist Arias Dealpartner. Ja! Ja! Ich bin Arias Maulwurf, Shepard. Das alte Spiel. Eine Hand wäscht die andere. Kleiner Rat. Hintergehen Sie Arya nicht. Ich bin ehrgeizig, aber nicht verrückt. Aha. Gute Arbeit, Narl. Danke für die Waffe. Jederzeit. Grill und ich sagen Arya, dass wir grünes Licht haben. Eine entzückende Spezies. Aber versuch mal ohne Lippen Bloodpack zu sagen. Das könnte schwierig werden. Ich finde, ich weiß auch nicht, diese Watcher, die sind lustig. Ich kann die nicht ernst nehmen. Die sind schon irgendwie lustig. Naja gut. Okay, schauen wir mal weiter. Damit hätten wir den nächsten Söldnerführer auf unserer Seite. Fehlt bloß noch Eclipse. Und das können wir dann bei Captain Bailey erledigen. Wir schauen uns mal noch weiter um hier. Denn... ja, ja, immer wieder dieselben Nachrichten. Denn einerseits müssen wir noch Idi und Joker finden und andererseits ist ja auch noch General Oraka. Da unten ist er ja schon angezeigt. Nicht, dass ich das noch länger machen kann. Ich weiß, was Sie meinen. Ich hatte gedacht, unsere Ausbildung würde uns auf alles vorbereiten, aber das... Jedes Mal, wenn diese Asari-Elite-Soldatin mich sieht, fängt sie einfach an zu schreien. Inzwischen höre ich es sogar schon, wenn ich versuche zu schlafen. Eigentlich soll ich ihr helfen, aber ich habe das Gefühl, ich zerstöre ihre Welt jedes Mal wieder, wenn sie mich sieht. Tja. Es ist nicht ihre Schuld. Jeder Mensch würde wahrscheinlich im Moment diese Reaktion bei ihr hervorrufen. Nein, ich habe die Akte über die Kolonie gelesen, von der sie kommt. Das Mädchen, von dem sie ständig redet. Wir sehen uns sehr ähnlich. Ich sollte da eigentlich gar nicht mehr rein dürfen, um zu helfen. Dann sollte man vielleicht jemand anderen hinschicken. Aber natürlich gibt es im Krieg nicht nur verletzte, sondern auch traumatisierte Personen. Und das ist auch ein großes Problem, das anfällt. So, bei denen gibt es nichts. Das ist problematisch. Wir müssen irgendwie die Wärmeeinheiten stabilisieren, damit die Wassertemperatur konstant bleibt. Die Lage der Kolonie ist für unsere Spezies alles andere als ideal. Das Gelege ist in Gefahr, wenn wir nicht bald handeln. Natürlich, ich tue alles, um zu helfen. Wir sind doch eine Familie. Die extremen Wetterbedingungen verlangen möglicherweise nach einer Technologie, die auf dem Markt gar nicht frei verfügbar ist. Ja, das Gelege, das gemeint ist, ist das salarianische Gelege. Denn wir wissen ja, die Salarianer sind Amphibien. Und die brüten tatsächlich Eier aus. Das ist immer noch so, auch wenn sie weiterentwickelt sind. Aber sie bleiben Amphibien und brüten Eier aus. Auch wenn man es vielleicht nicht denken möchte. So, hier gibt es noch nichts, okay. Schauen wir mal hier unten weiter.